Frau Bauroth, mit welchen Hoffnungen und Erwartungen kommen Sie zum heutigen Arabisch-Deutschen Bildungsforum? Ich bin zum zweiten Mal hier zum Deutsch-Arabischen Bildungsforum und ich habe vor 4 Jahren die ersten Kontakte geknüpft, hierdurch auch zu ANUF. Und meine Erwartung ist, dass ich eine Plattform habe mit den Leuten, die gleichgesinnt sind, wo ich mich austauschen kann und wo auch unsere Kernfragen, die zurzeit bei uns stehen, wie die Anerkennung der Abschlüsse, deutscher dualer Abschlüsse in der arabischen Welt, genauso wie die Erleichterung der Bedingungen für duale Auszubildende aus der arabischen Welt in Deutschland, die wieder zurückgehen in ihr Land, das sind für mich Kernfragen und ich hoffe, dass ich hierfür eine Plattform hier finde und kompetente Partner, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Wie schätzen Sie die Chancen arabisch-deutscher Bildungspartnerschaften insgesamt ein? Also die Chancen sind sehr groß. Wir sind, wie bekannt, seit 2008 in dem Geschäft mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ich würde mich freuen, wenn viel mehr Bildungsträger sich öffnen würden für die Bildung in der arabischen Welt, weil die arabische Welt Deutschland als Industriestaat sieht und unsere Kompetenzen wirklich in der Technik durch die duale Berufsausbildung ihre Basis haben und die berufliche Bildung erkannt wurde in der arabischen Welt, dass das die Zukunft ist. Und ich würde mich freuen, wenn mehrere den Schritt gehen würden. Wie beurteilen Sie die Arbeit von iMOOF und die Aktivitäten zum Bildungsexport von iMOOF? Also iMOOF habe ich kennengelernt durch 2 Bildungsreisen. Einmal in die Vereinigten Arabischen Emirate, da hatten wir bereits Kontakte in diesem Land. Und im letzten Jahr mit dem Oman. Ich muss sagen, mir als kleinen Bildungsträger wäre es nie gelungen, Kontakte zum Wirtschaftsminister in Oman herzustellen. Und aus diesem Grunde muss ich sagen, es war sehr hilfreich, auch Gleichgesinnte kennenzulernen, die Probleme haben, wie wir auch. Und ich hoffe, dass es weiter so geht und dass wir in der GORFA und bei iMOOF einen guten Partner haben für die arabische Welt. Danke.